zusammen und herzlich willkommen zur 319. Folge vom Let's Play OMSI 2 Omnibus Simulator mit mir, eurem Lieder Lisa. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Gladbeck 2016. Wir fahren jetzt die Linie 259. Sie führt von Bottrop ZOB nach Gelsenkirchen-Burer Straße über Oberhof. Fahrzeit ungefähr zwischen 40 bis 45 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN Overhaul A23G, 3 Türer 15 ZF. Wir fahren im Repaint 10G SVF Frankfurt oder Repaint. Erst bei der Stuttgart, wir fahren es auch direkt los. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Nächste Haltestelle, Brauhaus. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich von der Linie 259. Sie führen uns vom Bottrop ZOB nach Gelsenkirchen-Burer Straße über Oberhof. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher und fahren sanft durch das schöne Gladbeck begleiten, Bottrop und Gladbeck begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich Ihnen auch als Busse auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch alle draußen geht's alle gut. Ja, mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Wir stehen aktuell bei 230 Abonnenten und bei rund 88.700 Aufrufe, also vielen herzlichen Dank und liebe Grüße an euch alle raus, die mich kostenlos seit Monaten und seit Jahren supporten. Ihr macht echt einen tollen Job. Vielen herzlichen Dank für die kostenlose Unterstützung. In den fast 2 Jahren, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Viele Küsschen und Liebe geht an euch alle raus. Und dazu noch ein großer, kräftiger Applaus. So eine tolle Community. Und ja, ich habe heute auch wieder meinen klassischen Montag, den ihr kennt. Und zwar durch jetzt ein paar Videos aufnehmen für euch. Dann gehe ich runter zu meinem Opa und warte dort, bis meine Mama von ihrer Arbeit kommt. 13 Uhr. Hallo, kommst du rein? Fahrt mich wieder zu meiner Oma zum Mittagessen. Nächste Haltestelle, Prosper 3. Mittags um 15 Uhr laufe ich dann vor in unser Sportheim zum
letzten Kegeltraining vor den Sommerferien. Dafür ich dann die zwei langen Teile vom 200er aufnehmen, also die längeren. Das heißt 50 volle, 50 abräumen, dann einmal wechseln. Moin. Moin. Als nächstes kommt die Linie 264 dran. Und dann noch die 380er Linien, 381. Nächste Haltestelle Nordring. Die 380, 81, 383. Ja, dann kommen die Schnellbuslinien dran, die SB-Linien und ganz zum Schluss noch die Nachtbuslinien. Guten Tag. Guten Tag. Aber dann hat sich alles ja zum Schlechten gewandelt.
angewendet und ihr wisst ja auch warum. Also die muss wissen. Haltestelle Eigenmarkt. Die Fahrgäste beschweren sich nicht mal. Weil da außen der Temperatur schon aus so ist. Mahlzeit. Mahlzeit. Morgen. Morgen. Sechs Morgen. Discord-Server sind wir auch schon knapp vor den 25 Mitgliedern. Das ist auch echter Wahnsinn. Also in meinem in der Kanalinfo, da gibt es den Link dazu zu Discord und zu Instagram. Da dürft ihr mir sehr gerne auch folgen und auch beitreten. Gestern auch einen neuen Leistung gemacht vom Ding vom Test Drive Unlimited 2. Aber den habe ich gelöscht, weil es bei meinen Aufnahmeprogrammen Probleme gegeben hat. Und zwar hier bei Streamlabs OBS ist die Verbindung zum Streaming Server abgebrochen, keine Ahnung warum. Und hier bei OBS Studio ist wegen der Codierung gewesen, wegen der Bitrate und so. Es hat nur geleckt und das wollte ich nicht, dass es so ist für euch. Aber wir haben ja auch jetzt die 230. Die 230 Abonnenten.
wollte mit, ja, es ist zu spät. Ja, der nächste Livestream, da werde ich entweder Vollgeist euch zeigen. Da können da bis zu drei Leute mitspielen. Also nur die, wo auch über Steam mit mir befreundet sind, kann ich einladen. Morgen. Morgen. Nächste Haltestelle, Pestalozzi-Dorf. Schon mal eine Minute vor. Fahrplan von der Linie, der ist hier. Ja, gut. So, 10.30 Uhr haben wir gestartet, Ende ist 11.16 Uhr im Spiel. Jetzt haben wir 10.45 Uhr. Hier Pestalozzi-Dorf. Das heißt noch eine halbe Stunde und dann sind wir am Ziel. Nach der Folge tue ich mir dann noch frische Klamotten anziehen. Nächste Haltestelle, Rockwool. Es soll auch wieder ein heißer Tag draußen werden. Morgen. Okay. Mit Temperaturen von zwischen 30 bis knapp 40 Grad soll es heute geben. Bei uns in Deutschland. I love Gladbeck. Ich liebe Gladbeck.
Normal bitte. Normal bitte. Bitte schön, man fällt. Aber nicht immer gerade aus Manningen, ne? Mit der tiefen Stimme. So, wenn ich so das reden würde, würden mich die Leute gar nicht verstehen. Hallo. Tag. Guten Tag, hallo. 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 Heimer Kind, bitte. Nächste Haltestelle, Wittringer Schule. Guten Morgen. 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 So nett die Fahrgäste heute. Spielstraße müssen wir langsam fahren. Maximal 10 km/h oder 6, zwischen 6 und 10 km/h sind ja erlaubt in der Spielstraße. Nächste Haltestelle: Willy-Brandt-Platz. Guten Morgen. Morgen. Einzelfahrt Schüler.
Guten Tag. Guten Tag. Hi. Hi. Einmal Schüler, bitte. Einmal Schüler. Eine Busfahrt bis morgen zum ermäßigten Tarif. Ich danke Ihnen, guter Mann. Bitteschön, Herr. Hi. Moin. Moin. Morgen. Morgen. Nächste Haltestelle, Gladbeck, Marktplatz. Aber man merkt es, bei manchen Bussen ist er schepperster und lauter, bei den anderen leiser. Das gleiche gilt ja auch für die ganzen Motorsounds. Von den Scripts. Ja, mit der Aussprache. So, dann ist draußen schon warm genug. Gönnen wir mal ein Fenster öffnen oder so. Einen Heizofen öffnen. Spinnenwohl. Morgen. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Danke. Soll ich mal ein Fenster aufmachen? Ist ja aber noch Wärme hier drin. Aber kann ich ja gerne mal machen. Wenn der Bus überhaupt Fenster hat. Natürlich hat der Bus keine, ist ja klar. Nee. Was hat gar keine Fenster. Da
warst auch als Sachse dabei, habt ihr das gemerkt? Die Stimme? Nächste Haltestelle, Festplatz. Tech. Tech. Nächste Haltestelle, Steigerweg. Moin. Hallo. Hallo. Moinsen. Moinsen. Ja, alles fit? Danke fürs Kommen. Ja, alles fit. Bitte schön. Einzelfahrt Schüler. Ah, das war die Stimme von einem Mensch. Das auch. Nächste Haltestelle, Heiligkreuzkirche.
Mahlzeit. Mahlzeit. Das wäre 32 Grad. Auch. Jetzt muss ich wegen ihm diese riesen Stufe nehmen. Nächstes Mal senken Sie den Post bitte ab. Das ist aber keine Beschwerde, sonst wäre es jetzt ja angezeigt. Das sagt die Oma immer. Das ist auch eine Stimme aus dem Anime. Die sagt das sogar auch wenn man den Bus abgesenkt hat. Also dann bringt das ja dann auch nichts. Mein Hohlkreuz macht das nicht mehr mit. Ihr Hohlkreuz macht das nicht mehr mit. Ja, also Bimpschnurz, der Teufel ist ein Drachensteige. Mein Gott, seien Sie doch einfach leise da hinten, liebe Fahrgäste. Mein Gott. Ah. Das habe ich wegen Ihnen fast einen Herzkasper bekommen. Wegen Ihrem Gemeckere. Ich bin kein Roboter. Nein, Sie sind kein Roboter. Ich bin kein Roboter. Windows, der alte Windows da unten. Alter Schwede. Ich hab doch nichts falsch gemacht. Aufgehangen. Ich war so nah am Bordschirm gewesen. Haben.
als KI Menschen. Diese künstlichen Intelligenzen. Alles senkrecht soweit. Ja, bei mir ist alles senkrecht soweit. Und bei Ihnen? Ach, ich liebe diese mannigen Stimmen. Das wäre dann lustig, wenn wir auf die Karte Mannigen rumfahren, wenn wir auf der Themenwoche. Also diese, das sind auch Haltestelle. Petruskirche. Da sind auch Haltestellennamen dabei, also wer die sich ausgedacht hat, das ist so eine Fun-Map, jetzt sag's euch. Da werden wir viele lustige Szenen erleben. Hallo. Hallo. Das war der Windschatten gewesen. Kann ich das Fenster aufmachen? Jetzt hört man. Tag. Hi. Hi. Falls ihr Buswünsche habt, die ihr gerne in den Folgen gerne sehen möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Oder falls ihr Omsi 2 Busmodder seid, also wenn ihr gemoddete Busse habt, die ihr selber gemoddet habt und ich sie in einer Folge zeigen soll, dann schickt sie mir gerne über Discord und dann
zeig's euch in einer Folge. Ich kann euch dann auch gerne in der Folge auch erwähnen, also wer den Bus gemacht hat. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen, Hoher Straße. Diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder als Fahrgast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Also meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten dabei sein und fürs Zuschauen. Wenn ihr mich gerne kostenlos unterstützen möchtet, dann müsst ihr diese Sachen beachten. Ihr müsst ein Google-Konto besitzen, dann auf YouTube angemeldet sein mit eurem Google-Konto. Erst dann könnt ihr die Leute kostenlos abonnieren, dann die Glocke aktivieren und auf alle zu stellen. Dann bekommt ihr meistens eine Benachrichtigung von YouTube, wenn ein neues Video oder ein neuer Livestream anfängt oder beginnt. Dann lasst, könnt ihr auch gerne bei den Videos und meistens auch gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Und auch gerne wie immer kostenlos auch in die Kommentare schreiben. Folgt mir auch gerne auf Instagram und auf meinem Community-Server. Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Da ist auch ein Link zu meinem YouTube-Kanal. Den dürft ihr auch gerne mit euren Freunden teilen, um mich kostenlos zu unterstützen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Fahren wir die Linie 264. Bis dahin bleibt alle gesund, baut kein Mist und passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Euer YouTuber und Streamer, Julian Riffer. So, und das war unser Bus, unser MAN Overhaul A23 G3-Türer Euro 6 15 ZF Mittelgetriebe 10G SVF Frankfurt Oder. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!